gibt es extra noch einen DJ-Mix. Mhm. Die Woche, wir wissen nicht genau, wir müssen nochmal nachschauen, nicht, dass wir jetzt hier was Falsches erzählen, aber die Woche bist du auf alle Fälle noch bei Radio B2. Genau, Radio B2 in Deutschland, Schlagerradio. Mhm, kann München. Sein, dass ich sogar heute noch, wir fahren ja nachher noch nach Berlin. Wir fahren nach Berlin, wir warten auf den Anruf und dann wird das noch dann fertig gemacht von Michael Niekammer, den kennen Sie vielleicht, der moderiert die Sendung und dann wird das ausgestrahlt. Genau, dann sind wir noch live da. Ja, einfach auf die Facebook-Seite schauen. Und da sehen Sie die Informationen. Bei Radio B2 kann man auch drauf schauen. Da steht es dann auch. Und Radio B2, deswegen erzähle ich das, hat uns noch so kleine Tüten mitgegeben. Die geben wir dann mit dazu, zu jeder CD. Genau. So ist das. Und ein großes Poster haben wir uns auch noch überlegt. Ach, Poster auch? Natürlich. Heute Wahnsinn. Hauen wir alles raus hier in Schwedt. Wir sind ja schon seit letzten Donnerstag unterwegs. Seit genau einer Woche bist du unterwegs auf Tour. Stimmt. Jetzt heute eine Woche. Fällt mir gerade so ein. Heute am 28. waren wir im Berlin. In Berlin? Wart ihr da mit rein? Wo wart ihr? In Eisenhüttenstadt wart ihr, ne? Eisenhüttenstadt war dabei. War jemand in Berlin letzte Woche dabei? Nein. Wie weit ist Berlin von hier? Unendlich. Ungefähr? Ja. 100 Kilometer? Nicht wissen. Hauptsache man weiß, wo Schwedt liegt, das ist das Wichtigste. Ja, Berlin, der Vorort von Schwedt. Ja, genau. Da muss man ja gerade. Nein, wir wollen Berlin sind wir natürlich auch sehr, sehr gerne, ganz klar. So. Oh, Knopf abgebrochen. Bei mir, bei mir? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier noch los? Sehe ich gerade erst, ne? Na, wer weiß. Ich weiß schon, wer das war. Wer denn? Eine Frau war das. Abgebissen. Ja. Falsche Stelle gebissen. Ich glaube, die Frau fängt mit E an. Ja. Die lacht gerade. Ja. Fängt mit E an und hört mit La auf. Die knappert immer an meinen Sachen rum. Ich weiß nicht, was das immer soll. Ja. Guck mal, der Thorsten ist auch extra angereist. Thorsten ist auch angereist. Thorsten aus Neubrandenburg. Okay, wunderbar. Ich weiß alles. Und Thorsten sehen wir uns nächstes Jahr auf der Veranstaltung. Meine hast du eigentlich eine Homepage für die Veranstaltung? www.thorsten.de Im Aufbau. Okay. Genau. Ja, auch mit Baustelle. Ja, okay. Ist denn der Vertrag schon unterschrieben? Nee, da brauchen wir auch noch keine Werbung. Die hat er gleich mit. Okay, jetzt aber wirklich, apropos Baustelle, wenn Sie auf die Internetadresse gehen, ist auch eine Baustelle. Genau, www.schlagernick, weil sie wird gerade umgebaut, kommen alles neue Fotos rein, neue News, aber Videos. Facebook. Facebook geht natürlich, Nick, ein Stern, die gefällt mir Seite oder Alpha Autogrammstundentour. So. Da sind dann auch alle News. Wunderbar. So, jetzt kommen wir natürlich dazu, lesen Sie gerne Zeitungen. Ja. Nein, liest keiner Zeitung. Doch, ich habe schon gesehen. Die Zeitung, wo so viel Klatsch drin steht. Klatsch und Klatsch. Und genau, vier Buchstaben, ne? Und mindestens. Mindestens. Halt. Und da warst du in den letzten Monaten immer mal zu Gast. Unfreiwillig. Unfreiwillig, ja. Genau. Wir wollen auch diese Tour nutzen, um noch eins klarzustellen. Obere Knickzone, Vorwürfe ohne Ende, kam zum Prozess. Und der Freispruch, hast du einen Freispruch bekommen, in alle Anklagepunkte, weil es absoluter Schmarrn war, sagt man in Bayern. Der Freispruch war dann auf der letzten Seite so klein, ne? Das ist ungefähr so wie hier. Nick wird angepriesen, dann auf einmal Freispruch hier unten. So läuft das halt. Aber hast du dich nicht entmutigen lassen? Du hast Leute gehabt, die zu dir gehalten haben in der schweren Zeit. Genau. Und da gehört unter anderem. Aber nicht viele Leute. Nicht viele Leute, das muss man sagen. Und da gehört unter anderem die Frau dazu, die mir den Knopf abgebissen hat. Und zwar deine Frauenmanagerin, die Ela. Genau. Die hat in den letzten 2 Jahren mit ihrer Familie immer zu und hinter mir gestanden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wie kann man sich denn bedanken? Mhm. Dann habe ich den Jens angerufen, weil ich wusste nicht. Ich sagte, soll ich kochen? Und sagt der Jens, wenn du kochst, dann isst du eine Stunde. Wenn du Blumen holst, sind die nach einer Woche verwelkt. Ja. Sagt der Mensch, du bist doch an der Quelle. Was hast du mir? Mach einen Titel. Genau, mach einen Titel. Hast du gemacht. Das habe ich auch gemacht. Meine Frau singt erstmalig mit, sie steht aber nicht auf der Bühne. Hören Sie mal rein. So heißt das Album nach all der Zeit. Wenn ihr jetzt noch Play drückt, dann ist alles gut. So, geht jetzt nochmal hin, dass wir nochmal im Rhythmus klatschen. Nach all der Zeit, so heißt das neue Album. 14 Titel sind insgesamt drauf. Ich hab so oft am Boden gekniet.
verliert. Weiß, wie es ist, wenn man alles verliert. Ich hab dem Teufel in die Augen geschaut und nur auf mir selbst vertraut. Ich saß ganz oben auf dem Thron. Aus Geld und Ruhm wird Depression, wenn die Erkenntnis kommt, dass alles mal vergeht. Doch du hast mir in dunkler Nacht das Licht zurückgebracht. Nach aller Zeit, da bist du immer noch bei mir. So, wieder da oben. Hast also Glück, ich bin mein Schicksalweise gelegen. Liebe dir, liebe dir. Der Weg durch die Hölle war mit dir kein Problem. Lass uns die Wolken einfach weiter drehen. Ist das ehrlich, ja? Manches Spiel verloren, mich selbst verbrannt und neu geboren. Es kommt nur immer darauf an, dass man sich selbst vergeben kann. Das größte Wunder, das geschieht, das ist der Mensch, der mit dem Herzen sieht. Ich brauche keinen goldenen Thron, denn du bist meine Religion. Alle Zeit, da bist du immer noch bei mir. Hast also Rücken gesprengt, mein Schicksalweise gelingt neben dir, neben dir. Der Weg durch die Hölle war mit dir kein Problem. Lass uns die Wolken einfach weiter drehen. So, jetzt brauch ich die Hände. Titel sind insgesamt mit drauf. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön!